Dies Jahr habe ich auch einen Workshop am CDI über die Buchleutnant Gustel Dehl geholt. Alles vorbei. Am Vierfeld vun enger Studierees op Wien huet Claudine Bleu, Deutschprof bei uns, Marion Rotha an de Max Thomas an de CDI invitiert. Heikruten Schüler extra gewiese vom Marion Singer Inszenierung vom Fräulein Else und Leutnant Gustel, ein Kurzgeschicht vom Arthur Schnitzler. Den ist aber nicht auf enger Bühne abgefahren gehen, mit dem Schauspieler Max Thomas aus meinem Publikum durch euch starten. Thomas Buch. Der Leutnant Gustel wurde heute zu Lützburg gespielt und als Jolo nicht so ein klassisches Theaterstück wie an einem normalen Theater. Was hat dir erste Runde besonders gefallen? Bei uns an der Straße in der Weg zu sehen, ob die Leute können zu reagieren, am direkten Sinn zu gucken, was alles auf der Straße passiert, und dem Leutnant Gustel auch frei laufen zu lassen. Das ist, dass er nicht auf einer Bühne steht, wo die Leute frontal auf ihn drauf gucken und probiert, etwas nur zu leben. Wir wirklich probiert an der Straße mit den Leuten, die auch lernen kommen, mit allem, was passieren kann, für alles aufmerksam zu sein und alles zu benutzen und den Personage wirklich schlafen zu lassen. Also den Freiraum, die frische Luft und die reale Natur. So. Was sind dann die Schwierigkeiten von Lausanne Theaterstück? Dass ihn eben muss auf alles reagieren und dass ihn Drohne tut. Zum Beispiel, dass es immer hart ist, dass ich muss extrem hart schwätzen, weil Auto und jeweils Lernst fahren oder weil viele schon sehen, weil viel Luft ist, es kann rennen, es kann. Und du musst dich einfach alle oben neu auf etwas erstellen und neue Sachen immer erstellen. Das hast du dir keine hundertprozentige Sicherheit. Und wenn wir doch in zwei verschiedenen Städten gespielt haben, zu Berlin war dann eben noch ein Kehr auch schwer, ich kenne so viel drum ganz neu. Ein Kehr zu erfahren und laufen zu lassen. Die Sache mit Papa ist akut. Es handelt sich um eine verhältnismäßig lächerliche Summe, 30.000. Die Realisatrice Marion Rothaar hat uns erklärt, wie weit es gerade Steck vom Schnitzler war. Fräulein Else und Leutnant Gustel ist mein zweiter Schnitzler-Text. Ich hatte schon mal Anatol gemacht vor ein paar Jahren, auch mit Maskenada. Und der Schnitzler ist mir eigentlich an der Uni begegnet, ist aber schon sehr lange her bei mir. Und ich mag den. Der ist für mich, obwohl das 100 Jahre alt ist, sind diese Themen so zeitgemäß. Da der Autor auch Psychologe war und Arzt, hat er für mich eine totale Menschenkenntnis. Der geht also ans Unbewusste und ans Mittelbewusste ran und versteht es einfach, menschliche Regungen sehr gut in Sprache zu gießen. Nichts liegt mir dran. Gar nichts. Wieso wurde der Leutnant Gustel so inszeniert? Es ist ja ein Doppelabend. Es gab erst die Fräulein Else und dann den Leutnant Gustel quasi am selben Ort und mit dem Rundgang durch die Stadt. Die beiden Texte sind ja wie gesagt 100 Jahre alt und wenn man die aber in ein zeitgenössisches Ambiente stellt, so wie im Place d'Armes Hotel und in der Luxemburger Stadt, ist es für mich sehr einfach zu aktualisieren. Da muss ich gar nicht so viel am Text rumfummeln und das modern machen, sondern man spürt, das hat mit uns heute auch zu tun. Der Mathieu, Film mehr, aber auch Theater. Was hast du für Erstatt, weil er mich so sieht? Das ist schwierig, das ist so, weil ich beides gerne mache. Und selbst fand ich immer mehr spannend, so etwas wie der Titan zu spielen, weil ich viel Freiraum hat, für selber zu agieren, weil ich kann lang durchspielen, das laufen lassen, wirklich spielen. Was beim Film immer ein bisschen schwierig ist, wenn ich kurz Szenen hört und die immer so oft wieder helfen, bis ich irgendwann denke, ich will nicht Lugune mehr. Das ist ein bisschen der Unterschied für mich. Ich kann auch nicht so, dass ich nicht einen mehr gehe oder den anderen, weil ich irgendwie beides immer brauche und auch beides ich gerne machen. Wenn ihn heute Nacht der Schlag trifft, dann weiß ich es. Ich weiß es verdammt nochmal! Und ich bin nicht der Mensch, der einfach so weitermacht, als wäre nichts geschehen! Nach so einer Schande! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20! Einen Mordfrosch!
Nur den Ausschnitt von dieser doch ein bisschen mehr spezieller Performance wird die Realisatrice an der Max selber auch noch, ob die Schüler hier froh geantwortet, am Martinen diskutiert. Und er hat das Stück halt umgeschrieben in eine Sprache, die ein bisschen näher an uns dran ist oder ein bisschen moderner ist. Ich habe es dann nochmal natürlich ein bisschen umgeändert für mich. Aber weil es auch sehr schwierig ist, wenn man jetzt dieses Original-Original-Schnitzler machen würde in so einer Form. Draußen ist es noch schwieriger für die Leute, das abzunehmen, weil man dann sehr altbacken ist. Also ich hatte den Eindruck, dass die Schüler sehr an der Sache dran waren. Gut, es ist ja auch ein abwechslungsreicher Unterricht. Die haben das Thema Wiener Moderne schon länger behandelt. Und jetzt kommt jemand hier rein, der damit noch was anderes macht. Also Theater, Unterhaltung, Sex and Crime im weitesten Sinne. Und das hat die relativ gepackt, glaube ich.